So, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Battlefield 1. Wir sind auf Monte Grappa unterwegs und wir haben heute eine Karabinerwaffe dabei, die SMLE MK3. Karabinerwaffe, ich bin gespannt, ob die was taugt, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ein 2,5er Zoom mit bei, was ein bisschen blöd ist. Nice. Und ja, getroffen, nice. Shit. Oh shit. Digga, Mucke nicht auf, Kalotte. Was für eine Kalotte, Digga. Was für eine Kalotte. Oh shit. Bitte ein Panzer von uns, nice. Ich hab grad schon Panik gekriegt. Warte mal, warte mal, warte, wir müssen von der anderen Seite ran, irgendwie, das bringt so nix. Okay, die Base haben wir, das ist nice. Das ist gefährlich, weil die snipern auch oben von den Bergen, da bin ich mir sicher, deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Oh shit. Oben von den Bergen oder wo? Von wo? Mich würde interessieren, von wo? Bitte keine Artillerie. So, wir holen mal schnell Munition her, nur für den Fall. Falls unsere Homies vielleicht Bock haben, mal Munition zu geben. Boah, jetzt kann man auch übertreiben jetzt langsam. Man kann auch übertreiben jetzt mit der Artillerie. Digga, du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht, Homie. So, die Leute müssen verschwinden. Natürlich wird es wieder neblig. Warum nicht? Ist ja auch ganz logisch eigentlich. Es wird immer neblig, wenn ich eine Sniperwaffe rausgepackt habe. Ist echt immer so, Leute. Ist echt immer so. Ach, das war noch ein Gegner. Gar nicht gepeilt. Dass hier auch noch Gegner rumlaufen, okay? Gucken, dass wir irgendwie hier hochkommen jetzt. Ich hoffe, dass die Leuchtgranate von uns ist und nicht von dem Gegner. Das wäre nämlich irgendwie deutlich entspannter. Oh shit, wir müssen vielleicht... Okay, da hinten sind auf jeden Fall welche. Dass sich noch jemand drin versteckt, höchstwahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Hä? Ist da noch jemand? Nee. Er hat bloß so geschossen. Okay, ich habe schon Panik gekriegt. Oh! Oh, shit. Scheiße! Scheiße, es war wieder klar, Mann. Es ist immer so klar, Leute, ganz ehrlich. Es ist wirklich immer so, wenn man gerade jemanden hat irgendwie und gerade knapp ist, ob man den killt oder so, dann würde man ihn töten. Und dann kommt entweder jemand von hinten, messert dich von der Seite oder tatsächlich von vorne noch eine zweite Person. Als wenn es ausgemacht wäre. Ich weiß nicht, ob das Spiel das tatsächlich so macht, irgendwie, dass man dann direkt vorm Gegner spawnt oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist immer so ultimatives Pech, was ich habe. So ultimatives Pech. Und ich muss echt mal drauf achten, ob ich überhaupt noch hier hinten spawnen könnte als Gegner. Ob ich überhaupt hier bleiben könnte. Weil normalerweise ist es ja eine gesperrte Zone. Irgendwie schaffen es die Gegner. Irgendwie schaffen es die Gegner trotzdem irgendwie immer in diesem Gebiet zu bleiben. Ich weiß nicht, wie es geht. Aber irgendwie geht es immer. Keine Ahnung. Ist ein Gegner da oben? Ne? Getroffen, nice.
Aber leider nicht tot. Vielleicht tötet die noch jemand? Ey, der rennt weg. Den muss da irgendjemand töten. Ohne Scheiß. Okay, Digga, du weißt, was du tust. Oh shit, wo sind denn die überall? Scheiße, von wo kommen denn die überall? Panne ist wieder der Einzige, der von hinten geholt wird. Panne ist wieder der Einzige. Es rennen auch schon wieder so wenig Medics rum, glaube ich. Kaum noch Medics da. Nicht da spawnen, bitte, Mann. Ich kann nicht woanders spawnen. Jetzt kommen sie von hinten, jetzt kommen sie von hinten. Mal was hinlegen, nur für den Fall. Komm, Digga. Oh, shit. Was hauen die hier rein, verdammt? Oh, die haben das Ding wieder eingenommen, so eine Scheiße. Na, da nochmal was hin. Hm. Jetzt müssen wir irgendwie raus. Okay, der ist down. Extrem schade eigentlich, da werden wir wahrscheinlich drauf gehen. Komm, Digga. Nimm ein. Mann, der wäre jetzt irgendwie eine Schrot oder so, wäre jetzt geil gewesen dafür. Eine Schrot wäre jetzt cool gewesen, 10-3. Mann, komm, ich will noch aufholen hier. Das Gute ist, dass wir jetzt ein bisschen weiter hinten spawnen. Wir müssen es doch irgendwie schaffen hier, das gibt's doch nicht. Ey, ganz ehrlich, die Baumuster 20 Kills, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Gut, gut, nice. Ey, die schaffen uns tatsächlich, die schaffen uns tatsächlich. Schon neben einer. Oh, scheiße, das gibt's doch nicht. Gasgranate. Nicht von uns. Bleib doch liegen, Mann! Ja, und 70. Mindestens 30% Schaden. Mindestens. Das ist ja immer das Schlimme. Wir haben echt verloren. Oh, shit. Naja, 4er KD. 4er KD. Also Leute, mir kann auf jeden Fall keiner vorwerfen, dass ich nicht versucht habe, irgendwie da reinzurennen oder so, denn ich war ja mit an vorderster Front und habe ja auch versucht, da irgendwie zu verteidigen, ja, aber irgendwie
hat es nicht ganz so funktioniert. Naja, gut, kann man nichts machen. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Battlefield 1. Haut rein!